Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen, Entschuldigung, nicht Freizeitstrategen, sondern natürlich lieben Action-Rollenspielfreunde da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Warhammer Chaos Bane, wo wir gerade eben sehr, sehr überraschend am Anfang nochmal angegriffen wurden jetzt hier. Wir sind hier auf der Suche nach Schädelansammlungen als Opfer für Korn. Der Blutgeborene hat, so wie es aussieht, hier so eine Sammlung am Start. Und die wollen wir ihm jetzt hier gerade immer so ein bisschen abspinzig machen, um ihn herauszufordern. Und dazu müssen wir, so wie es aussieht, noch zwei Stück oder so von seinen komischen Schädelsammlungen hier finden. Kann ich da laufen? Nein, aber wir können da reinglitschen. Lustig. So, und zwar den südlichen und den östlichen müssen wir quasi jetzt noch finden. Und natürlich gerade nochmal, was hier noch drin ist. Ja, nochmal ein bisschen wertloses Gold. Wir haben Items gefunden. Oh, die ist aber echt nicht schlecht. Zack, rein damit. Stiefel sind gut. Der Ring hier ist verdammt gut. Level 28. Brauche ich dann für den hier. Die Hosen sind auch besser. Ja, viel mehr Gesundheit, nur ein bisschen weniger Leben. Heile eh. Also jetzt kommt gerade eben wieder ein bisschen Loot an den Start. So phasenweise. Warum auch immer jetzt hier wieder Truhen sind und bei den anderen Teilen nicht, ist mir ein Rätsel. Jetzt gibt es halt endlich mal wieder was, wo man das Gefühl hat, es lohnt sich jetzt auch hier, sich hier quasi durchzuboxen. So, und jetzt können wir das hier kaputt machen. Ups. Dauert halt ein bisschen. Und jetzt fackelt ihr dieses Teil halt auch noch ab oder so. Keine Ahnung, ob es ein Abfackeln ist. Es ist auf jeden Fall, so wie es aussieht, jetzt hier für die Kornis unbrauchbar geworden. Hat es irgendwie so einen elfischen Touch oder so. Das finden die voll interessant. Und genau das ist ja auch der Plan. Uns bei den Kollegen einzuschleimen. Naja, nicht unbedingt einschleimen, aber dafür zu sorgen, dass sie halt echt stinksauer sind. Oh, hello there. Bam. Nein. Aber wisst ihr was ich jetzt mache? Ihr seht ja ohnehin schon, dass ich diesen einen Skill hier eigentlich gar nicht verwende. Totaler Quatsch, dass ich das hier verwende. Ich nehme jetzt hier den überragenden oder beherrschten Arkanblitz. Arkanhagel, besser gesagt. Das ist noch Phantomklinge. Ja, Phantom. Ist immer scheiße. Sieht auf jeden Fall anders aus. Bin mal gespannt, macht das auch mehr Schaden? Oh Baby, das macht jetzt aber richtig fett Schaden. Okay. So wie es aussieht, scheint die hier alle irgendwie sehr, sehr feueranfällig zu sein, so ein bisschen. Feuer ist die Waffe der Wahl. Das kann man auf jeden Fall jetzt hier schon mal so abschätzen. So, und jetzt gibt es nur noch den einen im Osten. Jetzt müssen wir jetzt erstmal in den Norden laufen, da waren wir ja schon mal. Das haben wir ja alles hier schon abgegrast. Und dann im Norden, dann ja nach links. Weil das ja als Osten gilt? Okay. Ich ist als Westen deklariert oder als Norden generell, vielleicht ganz neutral. Ui. Der war auch ein bisschen stärker, als er das ausgesehen hat. Gegen diese Perlen durch die Gegend wetzen. Geht's auf jeden Fall nachher noch rein, habe ich so das Gefühl. Schreit so danach, ne? Seht ihr das? Ne? Es schreit so ein bisschen danach, als ob das nachher der Ausgang ist oder der Übergang zum nächsten Gebiet sein könnte, der es für uns noch interessant wird. Wir farmen sie weg. Die kleinen Lumpen. Best. Oh ja, das mit dem Herfahren, das bringt echt einiges. Und vor allem das neue Zeichen, ey. Also der neue Arkanhagel ist extrem cool. Wie gesagt, weniger Magie-Regeneration, aber ganz ehrlich, wenn man so Farmer nicht macht, ist eh egal. Okay, es ist schon kaputt. Ja gut. You were lucky to escape me last time, weakling. Now you will pay for what you've done. Blood for the blood god. Er wiederholt sich irgendwie. Wie so eine kaputte Schallplatte. Den Blutgeborenen töten. Ja, liebend gerne. Wo ist er denn? Mal einsammeln hier, da liegt noch Zeug rum. Und hier unten war ich noch gar nicht.
Wie viel Zeit muss sein? Wenn man schon mal nach Prag kommt, dann will man natürlich auch das Sightseeing genießen, aber ja, okay, das Sightseeing ist ja so ein bisschen wegwitzig. Bei dem nur, ob ich noch irgendwelche besseren Items habe. Tendenziös nein. Wo muss ich denn jetzt hin? Okay, ich habe mich geirrt, das geht nicht dahin. Wo ist jetzt dieser Blutgeborene? Ey, Blutgeborener, kannst du mal so einen Spritzer in meine Richtung hauen, damit ich weiß, wo du bist? Bis jetzt ist er nicht da. Ah, da ist der rote Punkt auf der Karte. Red Dot Markierung. Reden wir noch eine Runde oder hauen wir uns gleich gegenseitig auf die Fresse? Oh. Wir hauen uns gleich auf die Fresse. Er ist tot. Straßen von Prag verlassen. Das war deutlich einfacher als gedacht. Jetzt nehme ich aber an, dass es da oben rausgeht. Ich weiß es nicht. Wisst ihr, da wäre jetzt ein Pfeil echt cool. Ja, okay. Jetzt hat sie recht. Aber irgendwie bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht von diesem Blutgeborenen. Ich dachte, dass der sich vielleicht auch so in Korn verwandelt. Aber das wäre irgendwie auch so ein bisschen repetitiv, ne? Vorhersehbar. Auf jeden Fall ist der Typ jetzt tot und ich nehme mal an, wir haben seinen Kopf mitgebracht oder so. Well, is it done? Yeah. As you commanded, the Bloodborne is dead. Show me. I want to see the monster's face for myself. Ist okay, du Psycho. Oh, no, no. This can't be. You've made a mistake, Alentir. A terrible, terrible mistake. Und jetzt passiert das, was ich am Anfang mir schon gedacht habe. Es ist ein eigener Sohn. Er war von Anfang an der Blutgeborene. I made no mistake, human. You demanded the Bloodborne's head, and here it is. It can't be. That's... Arcady! That's my son! Irgendwie wundert mich das nicht. Also wenn sein Papa, der ja gerade eben so dermaßen nach Blut gelechzt hat und was weiß ich was, diese Erziehung seinem Sohn hat angedeihen lassen, dann wundert es mich nicht, dass der genauso eventuell am Ende in die Hände gefallen sein, also vom Korn gefallen ist, so wie er an der Schwelle dazu steht. What? Isn't it obvious? Red Axe's men captured him and took him to the fighting pits. There, his bloodlust consumed him, and he became a servant of Khorne. You see, Leonid Gorchev, even those who have the most reason to hate the Chaos Gods can still fall under their sway. Beware, lest you suffer the same fate. Mm-hmm. Enough, for pity's sake! You've said your piece. Now leave me to my grief. Liebend gerne. So, 18.400 Erfahrungspunkte. Ich denke mir, das geht von alleine weg, aber es geht nicht. Ich muss mich selber durchklicken. Ja, ja, ja. So, wir hauen erstmal nochmal hier ganz, ganz kurz mal die Sachen weg. Da ist, glaube ich, nichts mehr dabei, was irgendwie von Wert wäre. Nope, nope. Und dann gucken wir natürlich nochmal, ob wir irgendwas steigern können. Ich glaube, wir hatten nochmal ein Level-Up unterwegs. Ich bin mir nicht ganz sicher. Schneller Handel. Tätigen. Jawohl, Level 7. Hey, da waren mal ein paar Sachen dabei, die es anscheinend wert waren. Nochmal 600 Goldkronen. Schustermeister, was macht denn das? Naja, er bedankt sich mal wieder hier für die Arbeit. Was ist denn das jetzt hier für ein Perky, die Perk? Die Bewegungsgeschwindigkeit wird erhöht. Wie nutzlos. Also zumindest für ihn hier wirklich total nutzlos. Es mag Helden geben, für die das nützlich ist, aber für ihn definitiv nicht. So, dann haben wir nochmal einen weiteren Punkt. Nein. Und wie gesagt, also ich sehe es nicht ein, jetzt hier reinzubringen, also kritischen Schaden zu reduzieren. Wobei, 10% mehr maximale Gesundheit. Dafür ein bisschen weniger kritischer Schaden. Ach, scheiß drauf. Rein damit. Nur 25k Leben. Kritische Schaden ist jetzt halt dann doch nicht so wichtig. Da, guckt euch das mal an hier. Das gleicht sich am Ende wieder aus, wenn wir das hier durchskillen. Die Boni sind immer besser als die Mali. Okay, good to know. So, was hat er jetzt zu sagen? Leave me alone.
Can't you see I'm in mourning? Ja, doch schon, aber du bist der Einzige mit dem Ausrufezeichen über dem Kopf. Und das ist das internationale Zeichen dafür, dass du ein Anliegen hast. I have no time for your grief, human. You brought this on yourself. I have done everything you required of me. Now you must do your part. Tell me how to get to Red Axe. Have you learned nothing since you got here? Prog is cursed! If you go after Red Axe, you'll end up just like Arcady! Das wird tendenziell nicht passieren, das passiert Hochelfen in der Regel nicht. Die sind vielleicht so slanisch anfällig, aber nicht unbedingt für Korn. We Azur have been fighting the forces of chaos for millennia, human. We do not yield to their temptations. Now tell me, how do I get into the Tower of Skulls? I told you before, you can't. You have to draw a Red Axe out. Just like you did to the Bloodborne. Mm-hmm. How? How else? Othgrim Red Axe is a champion of Khorne. If you were to challenge him to single combat, he would have to accept, or else his warriors would think him weak. That's it? Just go to the tower and challenge Red Axe to a duel. Wenn das so einfach ist. If you can make it there without getting cut to pieces, you'll be fighting cultists and worse every step of the way. Ja, aber wir haben jetzt schon so viel gemacht und sind ein oder zweimal gestorben. Das kriegen wir schon hin. Of course. Anything else I need to know? Just this. The challenge requires an offering. The skull of a mighty foe to join the others piled upon the shrine. Take this. Give my son's death meaning and drive these monsters from Prog. Okidokili, dann tun wir das jetzt. Wie gesagt, ich rechne seit Ewigkeit mit dem Bosskampf und ich glaube, jetzt kommt er. Boah, Blutdämon des Korn habe ich echt. Ich hoffe, sie übertreiben es nicht mit der Schnetzelei von dem Vieh. Immerhin haben wir schon mal jetzt hier zwei von den Dingen hier eingesammelt. So, noch lustig, dass da tatsächlich Ungos damit dabei sind, die Pfeil und Bogen schießen dürfen. Eigentlich eher untypisch für Cornies. Ich weiß immer noch nicht, wo ich hinlaufen muss. Oh, das wird so ein Spezial. Und der tropft auch sogar was. Irgendwie habe ich wieder das Gefühl, dass ich jetzt schon wieder richtig laufe. Deswegen laufe ich jetzt mal wieder zurück, damit ich jetzt mal falsch laufe. Ja, da ist die Sackgasse. Immer den ersten Eindruck widerstehen, wenn man alles von der Map sehen will. Down. Oh, da war wieder was Goldenes. Das schauen wir uns an, sobald wir da hinten gecheckt haben, ob da eine Kiste ist. Eine komische Sprache, die die sprechen. Die Sprache des Todes, so wie es aussieht. So. Mehr. Bäm. Komm, gib mir den Scheiß da drüben. Oh, da ist noch mehr davon. Tod. Da ist sogar eine Kiste, ey. Wie ungewöhnlich. Ich hätte nicht erwartet, dass es in diesem Spiel Loot gibt. Zumindest nach dem ersten Level, finde ich diese Anmerkung durchaus als angemessen. So, hier liegt auch noch was rum. Und da, jetzt haben wir mindestens schon zwei goldene Items. Schauen wir mal, was die taugen. Ja, die Stiefel da, diese Dinge sind echt extrem cool. Und das Schwert ist Level 27. Mehr Schaden durch Gegenangriff, mehr Schaden, mehr kritischer Schaden. Das ist schlechter, schlechter, schlechter. Das ist so ein Nullnummerntausch. Ach ja, lassen wir mal. Wir lassen das an, was wir anhaben.
und gehen weiter. Hi, da kommt doch mit. Soll sich auch lohnen, euch umzubringen. Also nicht für jeden Einzelnen von euch stehen bleiben. Mist viel. Na geil. Da waren es gleich zwei Stück davon auf einmal, aber wir haben es geschafft. War nochmal so ein Teil. Also dieses Bodenstampfen ist cool. Auch wenn es eine Abklingzeit hat, aber so schnell rennt man ja meistens nicht in die Gegnerhorden rein. Und Level up. Loot. Bam. Und da runterwärts. Dann sind wir ja gleich schon mal vorbereitet auf unseren Kampf. Geh erstmal hier in diese Seitengasse. Das ist auf jeden Fall eine Sackgasse. Stirb. Stirb. Oh, da war nochmal eins. Jawohl, wir sind voll. Also, wo ist der Korndämon? Jetzt wäre genau der. Also, besser vorbereitet können wir eigentlich nicht sein. Es kann nur noch schlechter werden. Der da hinten. Der denn der? Unerwartete Gegner im Rücken. Darauf. So, erstmal den Peter weggemacht. Der als. Ja, Zwischenboss mehr oder weniger durchgeht oder als Champion oder was auch immer. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Aber die droppen halt. Uiuiui. Oh, bitte einsammeln. Bringt ja auch Lebenspunkte zurück. Da kommen noch mehr von denen. Oh Gott, oh Gott. Okay, das war problemlos. Man muss halt den Gegner echt da draufstellen auf. Ach scheiße, das Ding ist weg. Auf so eine Feuerstelle, die wir halt gelegt haben, ne? Dann brutzelt der halt unglaublich schnell davon. Oh oh, Kontakt. Mit dem Po zur Wand wie im Knast. So. Dann holen wir uns den Kühl noch. Ja, lol, hörst du mal aufzuschieben. Ich sag, das passiert, der lockt es ein und wenn du dann drauf bleibst, ballert er dann einfach bis zum Nimmerleinstag, ist alles weg. Ausführung ist manchmal ein bisschen tricky hier. So, Frage, geht's jetzt hier weiter oder? Tot, tot. Nur noch die Frage, wo ich jetzt hin muss, ne? Was ist jetzt hier die Sackgasse? Was führt mich jetzt zum Ziel? Ich will noch gar nicht zum Ziel. Kannst du dich erstmal looten? Genau, lauf da mal schön durch die Suppe hier durch. So. Oh, Kontakt. A mere taste of my power. Oh, die haben uns wieder geheilt. Das scheint auf jeden Fall eher eine Sackgasse zu sein hier. Geht das nicht weit genug, eh, unfassbar. Aber auch das macht Schaden auf dem Boden, habe ich so. Also wenn der so da durchlaufen würde. Mal testen. Mal. Ja, Tatsache. Krass. Alles, was irgendwie diese Flammen am Boden macht, sorgt auch dafür, dass der Gegner dann Schaden bekommt. Die Frage ist bloß, ob das stackt, ne? Man weiß es nicht. Aber wenn man jetzt hier so rumfährt, ne? Macht auf jeden Fall gut Schaden. Bam. Alle tot.
wünsche mir, ich könnte da irgendwie eine größere Fläche in diese Richtung irgendwie veranstalten. Sehr, sehr geil. Oh Mann, Kontakt. So, erledigt. Und noch mehr. Es sieht ja aber nicht momentan so aus, dass jetzt hier der Boss kommt. Aber ganz im Ernst, ich kann jetzt auch meinen Finger nicht drauflegen, mal ehrlich. Holla die Waldfee, geht mal da rein. Warum schießt du jetzt schon wieder, ey? Oh, da ist ja was hinter mir. Ich hab den gar nicht gesehen. Ich war die ganze Zeit mit den Augen hier hinten. So, wir gehen jetzt erstmal hier in Rot. Wer seid ihr denn? Wo kommen die denn her? Da war ich doch gerade eben. Ja, aber hier ist auch kein weiterer Loot, ne? Also, ich habe so das Gefühl, wir hätten vielleicht doch diese Abzweigung nehmen sollen. Also nach dem, was ich jetzt da gerade eben sehe. Oh. Hi. Ach du Scheiße. Ich will mir doch bloß wieder hier meinen Scheiß ziehen. Ey. Auf da raus, ey Junge. Und wieder raus. Oh, jetzt heilt der Penner sich schon wieder, ey, wie ich das hasse. Boah, raus aus der Nummer hier. Rot. Boah. Wir sterben immer noch. Ich habe aber das Gefühl, dass wir jetzt an dieser Stelle gleich mal nochmal hier einen kleinen Cut setzen müssen. Das wird am liebsten, wir könnten als allererstes jetzt hier irgendwie vom Boss machen oder so. Was? Das ist ekelhaft. Also ich habe so das Gefühl, da geht es auf jeden Fall weiter. Wir gehen nochmal ganz kurz zurück, beziehungsweise machen das wohl beim nächsten Mal, liebe Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Bewertet gerne das Video. Wenn ihr es getan habt, sage ich vielen lieben Dank dafür. Auch danke für eure Aufmerksamkeit und danke an meine Patrons und bei denen wie immer ganz vorne mit dabei. Pastor Pinsi und der DevVHD, meine beiden Ehrendoktoren und Gefährten. Also, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, ne? Hoppala. Ja, tschüssi und ade.